Herzlich willkommen hier zu meiner Folge hier in Thüringen. Wir fahren jetzt zum Händler und holen uns die zweite Sämaschine für Mais Aussaat. Es kann sein, die anderen Videos nicht gut waren. Werde ich mir dann hinterher überlegen, ob ich die dann nicht nehme. Wenn nicht das so ist, dann ist es so, dass ich jetzt aktuell Gras sammeln lassen habe und die Sämaschinen zwei gekauft habe, zwei neue für Mais, und die habe ich dann geholt und ich habe im Prinzip das Holz, was jetzt beim Sägewerk auftauchte, vom Sägewerk und Händler auftauchte, auf dem LKW aufgeladen. So, das ist nur zwei Folgen, die waren. Ich wünsche euch sicherheitshalber, falls nichts mit beiden Folgen nichts geworden sind, gleich mal einen schönen Sonntag. Die anderen beiden Folgen waren wahrscheinlich war ich zu leise. Das möchte ich nicht, das ist schlecht. Also zwei Folgen für die Tonne, theoretisch. Wenn sie schlecht waren, ne? Also ihr müsst dann im Reinhören nachher. Als schlecht tonmäßig, ne? Also wir machen heute aber von der Desktime so weiter wie bisher, wie gedacht ist, wie geplant, also wie ich jetzt aktuell plane. Wir werden jetzt die Sämaschine holen und sobald das möglich ist, dann auch die Aussaat Mais beginnen auf Feld Nr. 38, um da später auch Mais ernten zu können. Noch können wir Mais aussehen, beziehungsweise ist es jetzt auch entsprechend warm genug, bodenmäßig und Lufttemperatur. Und da sieht man weiter jetzt. Ja, obwohl da steht Mikrofon nicht vergessen, habe ich es endlich gelesen. Ne? Ja, warum weiß ich auch nicht. Ja, wir wollen mal nicht passieren. Ich werde das mal die Sämaschine holen und dann nachher sehen weiter. Ob da jetzt wieder Balken aufgetaucht sind, im Händler, kann sich auch sein. Ich habe nämlich drei Balken runtergesammelt, manuell. Das kann aber nicht der Grund sein. Ich weiß es nicht. Müsste ich mal. Ja, Problem müsste ich eigentlich selber haben, ne? Ich meine, gut, wenn wir da auftauchen, ist auch. Also besser wie im Händler als auf dem Feld. Auf dem Feld wäre ganz schlecht. Aktuell liegt kein Balken rum. So. Ist schon merkwürdig. Ja, da muss ich irgendwie ganz komisch ranfahren, ne? Steht ungünstig. Wie hat es der Bus hingestellt, der Händler? Wie kam er da hin? Dann müsste ich mal hinten ein bisschen schieben. Ein bisschen. Ja, die 38 mittlerweile ist Gras gemäht komplett, ne? Und somit sieht ganz gut aus, dass wir da das Gras gesammelt ist, auch die Aussaat machen können, ne? Hier machen wir auch gleich auf Mais. Ach, zu weit. Mais. So, auf geht's. So. Aber mal die Innenansicht, ne? Hier ist da gar keine Kabine, aber da holt sich keiner um. Jetzt hat er so ein gutes Stück sich festgehackelt hier. So, auf geht's.
Ja, Qualität ist mal so ein Stichwort. Sollte eigentlich möglichst immer sehr gut sein. Klappt leider nicht immer. Tonmäßig zur Zeit ganz gut. Nach einem Ausschlag zu sehen, ist immer schwierig auch einzustellen. Titelmäßig sind auch oft unterschiedlich. Und ja, die Gerätschaften sind ja auch meistens verschieden laut. Ne? Einen großen Wert lege ich immer darauf, dass ich gut zu verstehen bin, dass ich nicht schreien muss und auch nicht so leise bin. Das ist immer schlecht. Ich habe schon nach dem Mikrofon geguckt, ja, wenn man sich hinter das Ohr klemmen kann. So also, wie Headset so ähnlich, aber nur rein mikrotechnisch. Ich habe da noch kein passendes gefunden. Beziehungsweise ich vertraue nicht ganz, ob das auch so gut genug ist. Ne? So, wenn wir gleich die Saatgut holen von unserem Hauptlager. Das musste auch raus. Aber wie gesagt, wenn ich irgendwann nachher das übrig habe, das sind ein paar einige Tonnen oder einige 10.000 Liter, dann ist das auch egal. Ist nicht ganz so tragisch. Der Big M ist angekommen. Das ist eine ganze Weile. Wenn man da aus hat, muss ich warten, bis es ja, alles gesammelt ist. Ne? Das sieht noch ganz schön weit aus. Ja, mittlerweile schon 16.40 Uhr im Spiel. Das heißt, dunkel ist ja Mitte, ist ja Mitte Frühling. Schon wieder länger hell, aber wie gesagt, das ist. Mein Gras wird langsam das Lager voll machen. Ne? Das heißt, die Verarbeitungszeit ist ein bisschen. Ja, ungünstig. Zu langsam. Also werden wir dann in Zukunft auch mit zwei arbeiten müssen. Ne? In Zukunft. Aber hier nicht mehr. Alles für die Kühe. Ja, für BGH jetzt. Ne? Also Kühe nehme ich jetzt vom Silo weg. Und das andere wird hier die BGH finden. So, enden wir auf. Zu weit weg. Wir sind auch noch drinnen. Ja, mal sehen wir die Folgen. Und die ersten beiden, Samstag und Sonntag. Ansonsten ist heute die Sonntagfolge. Hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Ja. Halt, stopp. Ja, Sonntag. Wir kommen so durcheinander. So. Bälle zu. Gleich mal gleich die Wendung nehmen hier. Fahren wir über die Wege. Ja. Ist ja leer, nichts da. Das könnten wir fahren. Hunger langsam, gut. Dann muss ich Pause machen. Mal sehen. Machen wir die Folge fertig, ne? Ja, laut Bilder würden hier rechts dann Pferde stehen.
Oder fährt er laufen? So, angekommen, Nummer 2. Nochmal leicht Dünger reinmachen. So. So, die verkehrt rum. Na gut, dann muss ich ein bisschen was drehen. So, mal gucken, was Dünger ist. Hinten ist Dünger. Das kann man sich ausrechnen, wenn man leer ist, kannst du auch umgekehrt machen. So. Hinteren. Das ist Dünger. Ich muss mal sehen und die Plane aufmachen. Dann wird nichts. C. N. C. N. Und aussteigen. So. Ja, das sammelt. Kommen wir rum? Nee. Dünger einfüllen, ne? Passt sogar optisch. Das gefällt mir. Komm her, komm, geh mal rein. Hauptsache muss nicht Kalk drauf. Dann haben wir ein Problem. Beziehungsweise Problem haben wir nicht, aber dann muss man halt ein bisschen planen, ne? In Anführungszeichen. Zumindest hinterher kalken. Wachstum. Gut, Kalk braucht nicht, aber düngen müssen wir zweimal. War hellblau. Wir sind gerade am Anfang. Da hätte man ein bisschen düngen können. Unkraut nimmt zu. Das ist ungünstig. Gut. Das war nicht gut. Nicht gut. Du hängst hinterher mit deiner Leistung. Gas geben. So. Bäuerchen, Entschuldigung. So. Zu machen. Und nicht aufklappen. Warum? Dann habe ich dir vorher gesagt, muss man Gas geben? Wollen wir gleich ärgern. Ist doch gar nicht. War davor nicht gestört. So. Einbrüche. Berechnen. Okay, der fährt. So, der ist auch fleißig bei. Gras, gedüngt, Unkraut. Unkraut. Wir werden ein bisschen Unkraut bekämpfen, also nützt hier alle nichts. Wir müssen sehen, dass wir die Geschwindigkeit erhöhen.
Zack, also haarscharf vorbeigefahren. Ja. Hört auch normalerweise schön in die Garage, ne? Oder zumindest in der Halle. Der kann nämlich Unkoppelkämpfung machen. Und zwar den stellen wir da rein. Rückwärts. Ups. Den Big M müssen wir ganz kurz mal noch angestellt. Kann es mir noch lohnen, glaube ich. Das geht nicht. Müssten wir eigentlich waschen normalerweise, aber wir haben dann keine Zeit. Ne, fahren wir in die Garage rein. Erstmal das Dach am Fach. Hat ja so keinen festen Platz, aber ist ja mehr oder weniger dafür gedacht, dass die nicht im Weg stehen. Ne? So. Unkraubekämpfung. Fangen wir auf 460 an. Ich die beiden Rennen kriegt teilweise auch noch nicht. Müssten beide voll sein. Ups, genau. Das Vermögen. Wieso steckt der Verkehr fest? Ja, das ist. Ungünstig, ne? Eine späte Rache. Gesagt, dass wir mehr Gas geben. War nicht so gemeint. Ruhig, 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 ruhig. Ich meine sowieso. Ein Wunder, dass er die Melle kommt und schlecht Verkehr fährst und nicht mehr aufgefahren hat, ne? Das ist sowieso ein Wunder, ne? Jetzt werden die beide aus, das ist gut. Ich fahr stehen und lieber ein Unkraut, ne? Lieber nach überlaufen. Bin ich gesehen. Ah, hier ist ein Tor gelassen mich. Das ist gut. So, Turbo eingeschaltet. Sprint. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch sehenshalber den Rest Sonntag. Schön, falls ich die Folge doch nicht nehmen konnte. So, tschüss und ciao. Bis dann. Tschüss.